Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, ich wollte euch heute, wie gerade schon gesehen, endlich mal meine neuen Pantoffeln zeigen. Und ja, nein, es geht noch um was anderes. Ich wollte euch einen Koffer vorstellen. Und zwar diesen hier. Das ist ein Telsey-Koffer. Der ist auch in Ordnung. Ich meine, hier hat er vielleicht eine ganz kleine Beule, aber ansonsten mit Tasche zum Reinhängen und mit zwei Rädern, vor allem mit zwei Rädern, kann man dann prima ziehen. Das ist ein Koffer. Unser Koffer ist gedacht für den Wiener-Zettelnichter Helmut Seethaler. Da sind aber keine Bücher drin und den schicke ich ihm auch nicht direkt. Sondern ich versteige das jetzt ab Freitag für 10 Tage bei E-Mail, den Inhalt. Da ist eine Menge drin. Also wirklich eine ganze Menge. Sehr viele DVD, einige Musikfilme, Qualophenia, Bob Dylan und so weiter. Und vor allen Dingen aber viel Science Fiction, Fantasy, ein paar Märchen auch. Also es ist wirklich, es sind Blu-ray-Discs dabei und es sind doch auch so einige dabei, die sind noch original verpackt. Dr. Who und andere Dinge, Adam's Family, Unendliche Geschichte, allerdings die Serie. Ne? Sind eine Menge Dinge dabei, auch einige Zugaben. Habe ich dazu getan, Bücher, Hefte, zum Beispiel auch den Jubiläumsband 2700 von Perry Rhodan mit Poster nicht rausgenommen, ganz klar. Von mir noch ein Buch auf Wunsch mit Gruß. Also es sind schon eine Menge Dinge dabei, Zugabe, auch ein paar VHS. Mit freigelegter CD-ROM zum Draufbrennen, 3 Stück als Zunahme und natürlich auch direkt von Helmut Seethaler einige Originalzettel, zum Teil eingeschweißt. Hier sind größere eingeschweißt, da sind auch Stempelgenichte mit Originalunterschrift vom Zettelnichter aus Wien, Helmut Seethaler, persönlich kopiert und geschnitten. Moment bitte, hier habe ich die rein. Einige sind eingeschweißt, in dem anderen sind noch welche nicht eingeschweißt. Also wirklich alles original. Der Koffer wird versteigert, Startpreis 99 Euro, ich denke, in dem Bereich auch für Wiener Verkäufer, die die Sachen einzeln weiterverkaufen, absolut noch interessant in dem Segment, wenn es dabei bleibt. Einzelne Bücher, auch gefunden zum Teil dabei, Comichefte besonderer Art, U-Comics und so weiter. Weil Konvolute Sammlungen so in der Art bringen, immer etwas weniger und wer sich die Mühe macht, die Sachen einzeln weiter zu verkaufen, kann das sicherlich noch ein Geschäft mitmachen. Sofort Kaufenpreis ist 250 Euro natürlich und ich denke, das ist gar nicht so viel, weil es sind wie gesagt ungefähr 70 DVD und auch Blu-ray-Disc, einige Bücher und ich habe es ja schon ein paar Mal aufgezählt jetzt. Ich werde das noch ein bisschen besser verpacken, damit es nicht beschädigt wird. Helmut Seethaler ist seit 40 Jahren aktiv als Dichter in Wien. Der Erlös geht zu 100% an ihn. Ich trage alle Neben- und Begleitkosten, das mache ich gerne, weil ich denke, er hat es wirklich verdient und leider braucht er es auch zum Weitermachen,
um seine Zettel zu verteilen, zu verschicken, anzuheften, anzukleben. Und das ist eine gute Sache. Und ich freue mich, wenn ihr den Link vielleicht weitergebt ab High Noon am Freitag, 8. Mai 2015, für 10 Tage den Link weitergebt. Oder sogar selber mal näher schauen, ob das nicht was für euch wäre. In diesem Sinne, vielen Dank und see you.